fleißige Handwerker sehen, der muss zu uns Kindern gehen. Fleißige Handwerker gibt es seit letztem Freitag wohl nahezu täglich zu sehen. Denn aus dieser Baustelle soll in der Gemeinde Großschönau in den nächsten 15 Monaten ein modernes Altenpflegeheim der Arbeit der Wohlfahrt entstehen. Wir wollen hier am Standort Großschönau ein neues Altenpflegeheim bauen. Das Altenpflegeheim wird 39 Plätze haben. Wir wollen dann nach einer Bauzeit von ca. 15 Monaten dieses Haus in Betrieb nehmen. Hier werden 35 neue Arbeitsplätze entstehen und die Investitionssumme beläuft sich bei ungefähr 3,5 Millionen Euro. Der symbolische Spatenstich durch AWO-Geschäftsführer Dirk Reintke, Bürgermeister Frank Peuker, Bauplaner Carsten Amthor und Vorstandsvertreterin Monika Friese ist schon getan. Und nun sollen auch die Baumaschinen loslegen. In nur 15 Monaten werden also in der Gemeinde Großschönau ein Altenpflegeheim für 39 pflegebedürftige Menschen und 35 neue Arbeitsplätze geschaffen.